einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden, aufgrund eurer guten Werke, wenn sie näher zusehen, Gott preisen am Tage der Heimsuchung. Nun wollen wir sehen, was und an wen unser Glaube ist. Im Glaubensbekenntnis der orthodoxen Kirche bekennt man erstens den Glauben an den einen Gott. Aber gleich danach wird erklärt, dass dieser Glaube sich bezieht an den Vater, den Herrscher, den Schöpfer des Himmels und der Erde, alle Sichtbaren und Unsichtbaren, und an den einen, Gottes einzig gezeugten Sohn, den aus dem Vater gezeugten vor aller Zeit, und an den Heiligen Geist, den Herrn, den aus dem Vater hervorgehenden, den mit dem Vater und dem Sohne angebeteten und verherrlichten. Dieses Glaubensbekenntnis hat ihre Wurzel in den Wörtern des Herrn an die Apostel. Geht also hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Daher war es von Beginn der Verbreitung des christlichen Glaubens für diejenigen, die in diesem Glauben getauft wurden, notwendig, sich zum Glauben an die Heilige Dreieinheit zu bekennen und in verschiedenen Teilen der damaligen bekannten Welt, genauer gesagt des Römischen Reichs, wurde dieser Glaube auf etwas verschiedene Weise formuliert. Die erste Person der Heiligen Dreieinheit, Gott der Vater, wird im Glaubensbekenntnis nur in ein paar Worten beschrieben, aber die Tiefe der Interpretation dieser wenigen Worte ist tatsächlich unermesslich und reicht weiter, als es auf den ersten Blick scheint. Und wenn wir über den Sohn und den Heiligen Geist sprechen, wird dieser Vater erneut erwähnt. Der Sohn wird von ihm geboren und der Geist geht von ihm hervor. Gott der Vater ist der Anfang und die Ursache von allem. Er stammt in keiner Weise von irgendjemandem ab. Das heißt, er ist der einzige Grundlose und Ungeborene und der Schöpfer von allem. Im ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses heißt es auch über Gott den Vater, dass er der Schöpfer des Himmels und der Erde sowie aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge ist. Der allererste Satz der Heiligen Schrift bezeugt: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Allerdings sollte man sich nicht nur auf die wörtliche Interpretation dieses Satzes beschränken, das heißt denken, dass sich die Erschaffung von Himmel und Erde nur auf das Firmament und den Boden unter den Füßen bezieht. Mit diesen Begriffen sind eigentlich alle geistigen und körperlichen Wesen gemeint, also Engel und die gesamte Pflanzen- und Tierwelt und vor allem der Mensch als Kombination aus Geistigem und Materiellem und damit die Krone der Schöpfung. Vor diesem Hintergrund mag es wie eine unnötige Wiederholung erscheinen, darauf hinzuweisen, dass Gott der Vater der Schöpfer aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge ist. Es ist jedoch nicht unangebracht, sich daran zu erinnern, dass das vierte Jahrhundert des Christentums, also das Jahrhundert, in dem die ersten beiden ökumenischen Konzile abgehalten wurden, eine Zeit ist, in der der Polytheismus noch immer stark präsent ist und die philosophischen Einflüsse äußerst ausgeprägt sind. Im Einklang mit dem antiken griechischen Schöpfungskonzept existieren Geist und Materie, Sichtbares und Unsichtbares, schon immer. Sie sind ewig und der Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass die geistige Welt, das heißt das Unsichtbare, höher und feiner als das Materielle, als Sichtbares und Greifbares ist. Gerade aus diesen Gründen bestand die Notwendigkeit, im Glaubensbekenntnis die Tatsache hervorzuheben, dass Gott der Vater der Schöpfer aller Sichtbaren und Unsichtbaren ist und nur er zusammen mit dem Sohn und dem Geist ungeschaffen und ohne Anfang ist. Der größte Teil des Nizäo-Konstantinopel-Glaubensbekenntnisses ist der zweiten Person der Heiligen Dreieinheit, Gott dem Sohn, gewidmet. Ein solcher Sachverhalt sollte nicht überraschen, da es um das einzige Neue unter der Sonne geht, nämlich um den fleischgewordenen Sohn Gottes. Durch ihn erkennt der Mensch, welchen Weg zu Gott er gehen muss. Durch ihn
wird er auch fähig, diesen Weg zu gehen und erkennt die Art von Gott, nach dem er streben soll. Ich glaube an den einen Herrn Jesus Christus. Was bedeutet der Name Herr? So wird jemand angesprochen, der Macht und Autorität über jemanden hat, und es ist ein ehrenhafter und angemessener Name für Gott als den einen, der Autorität über die gesamte Schöpfung hat. Der heilige Gregor, der Theologe, zitiert unter anderem diesen Namen als Beweis für die Göttlichkeit der zweiten Person der heiligen Dreifalt, also Gottes Sohn. Der menschgewordene Gott, der Sohn, trägt den Namen Jesus und wird Christus genannt. Der eigene Name Jesus ist die lateinische Version des jüdischen Namens Joshua, der Rettende bedeutet, das heißt Erretter. Christus ist die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes Maschia, was Gesalbter bedeutet, wobei die Salbung Teil des Ritus der Krönung jüdischer Könige durch Gott war. Gemäß dem Symbol des Glaubens ist dieser Herr Jesus Christus der Sohn Gottes, der einzige Zeuge. Damit sind wir am Stolperstein angelangt und an der Stelle, an der die theologischen Lanzen viele Denker brechen. Nicht nur in den ersten Jahrhunderten des Christentums, sondern auch in unserer Zeit. Woher hat Gott den Sohn bekommen, ist eine Frage, die sich einfach stellt. Aus der Perspektive der geschaffenen Realität, also der Welt, in der wir leben, bezieht sich die Existenz eines Sohnes immer auf die körperliche Geburt sowie auf einen zeitlichen Unterschied in der Existenz. Ein Vater, der einen Sohn hat, ist sicherlich älter als sein Sohn. Es gab also eine Zeit, in der der Vater kein Vater war. Er war nur eine Art Mann, ein Individuum. Und so kamen wir zum Ursprung dieser Häresie, die die christliche Welt so sehr verwirrte, dass sie zur Einberufung des ersten ökumenischen Konzils in Nicea im Jahr 325 führte, nämlich dem Arianismus. Der Name der Häresie stammt von ihrem Begründer Arius, einem eloquenten alexandrinischen Priester vom Ende des 3. und Anfang des 4. Jahrhunderts. Der Kirchenhistoriker Hermias Sozomen sagt über Arius, er sei ein guter Dialektiker und Redner gewesen, groß von Statur, einfach gekleidet und würdevoll. Eine solch charismatische Persönlichkeit vermochte die Zuhörer ohne große Schwierigkeiten zu bezaubern, und es gelang ihm, mehr als 700 Jungfrauen für seine Lehre zu gewinnen. Diese verbreiteten seine Ansichten in den Häusern von Alexandrien. Unter dem Einfluss der Philosophie vertrat Arius die Position, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt, das heißt einen Unterschied in der Natur zwischen Gott dem Vater einerseits und Christus als Gott dem Sohn andererseits. Nach der Lehre von Arius ist der Sohn die erste und vollkommenste Schöpfung Gottes, aber er kann auf keinen Fall dem Schöpfer gleichkommen. Christus, den Sohn Gottes zu nennen, bedeutete für Arius lediglich Respekt vor seiner hohen Stellung auf der hierarchischen Leiter der Schöpfung, aber keineswegs eine grundsätzliche Gleichheit in der Natur des Vaters und des Sohnes. Gott war nicht immer ein Vater. Es gab eine Zeit, in der er allein war und in der er noch kein Vater war. Danach wurde er einer. Der Sohn existierte nicht immer, er wurde aus dem Nichts, versicherte Arius seinen Zuhörern. Und was sagt die richtige Lehre der Kirche zu diesem Thema? Was ist gemeint, wenn es gesagt wird, dass der Herr Christus der Sohn Gottes ist? Wenn jemand der Sohn von jemandem ist, das bedeutet das, dass er durch Geburt und nicht durch Schöpfung wurde, was eigentlich bedeutet, dass er von der gleichen Natur ist, wie derjenige, der ihn geboren hat. Der Unterschied zwischen göttlicher und menschlicher Geburt spiegelt sich im Unterschied zwischen Ungeschaffenem und Geschaffenem, Immateriellem und Materiellem wider.
Materielles als geschaffen hat Dimensionen, Masse, Grenzen und der Ursprung von etwas Neuem aus etwas bereits Existierendem führt sicherlich zur Teilung, Reduzierung oder Aufhebung der Ursprünglichen, aus dem etwas Neues entsteht. So wie es bei einer einfachen Einteilung der in Amöben der Fall ist, wie wir das aus der Biologie kennen. Deshalb erfordert die Geburt eines neuen Menschen die gemeinsame Aktivität zweier Individuen, zwei Personen, zwei Persönlichkeiten, und zwar eines unterschiedlichen Geschlechtes. Und es ist ein unvermeidliches Merkmal der Geschaffenheit, Materialität und Körperlichkeit der menschlichen Natur. Wenn es aber um einen ungeschaffenen, immateriellen und unkörperlichen Gott geht, ändern sich die Dinge in großem Maße. Denn die Konzepte, die wir zur Beschreibung der göttlichen Realität verwenden, stammen sicherlich aus unserer Erfahrung der geschaffenen Realität und können keinen absoluten Wert und keine absolute Genauigkeit haben, wenn sie auf das Ungeschaffene angewendet werden. Deswegen benutzt man ganz oft negative Formen der Adjektive im Versuch, über die göttliche Realität zu reden. Das heißt apophatische Theologie. Gerade aus diesem Grund hat die Behauptung bzw. Lehre der Kirche von der Geburt Gottes des Sohnes aus Gott dem Vater nichts mit der Art und Weise zu tun, wie der Sohn bzw. ein Kind im Allgemeinen empfangen und gezeugt wird, wenn es um das Menschengeschlecht geht. Was meint die Kirche und worauf bezieht sie sich, wenn sie sagt, dass die zweite Person der Heiligen Dreieinigkeit der einzige gezeugte Sohn Gottes ist? Ein solches Merkmal weist auf den Ursprung hin, das heißt die Natur dieser anderen Person. Das heißt, es zeigt an, dass er als Sohn von Natur aus derselbe ist wie der, dessen Sohn er ist. Der Sohn ist also Gott, genau wie der Vater Gott ist. Er ist der einzige gezeugte Sohn Gottes, denn der Vater hat außer ihm keine anderen Söhne. Daher ist er in jeder Hinsicht der einzige und einzigartige Sohn Gottes. Das Symbol des Glaubens beschreibt die Persönlichkeit des Herrn Jesus Christus und sagt uns, dass er nicht nur der einzige gezeugte Sohn Gottes ist, sondern auch vor allen Zeiten vom Vater geboren wurde. Die Wiederholung und Betonung der Tatsache der Geburt im Glaubensbekenntnis hängt auch mit den spirituellen und historischen Umständen zusammen, unter denen das Symbol des Glaubens Gestalt annimmt. Denn das Ziel bestand zunächst darin, den rechten Glauben in jeder Hinsicht und von allen Seiten vor verschiedenen Fälschungen zu schützen und zu sichern, vor allem vor dem Arianismus, der damals eine große Gefahr für den unverfälschten Glauben der Kirche Christi darstellte. Es wird noch gesagt, dass der Sohn Gottes vor allen Zeiten vom Vater geboren wurde. Das bedeutet eigentlich, dass seine Geburt sicherlich vor der Zeit liegt, aber auch vor der Schöpfung im Allgemeinen. Denn die Zeit hat nur Sinn und Bedeutung in Bezug auf das Geschaffen und das Geschaffene. Über den Sohn Gottes wird auch gesagt, er sei das Licht vom Lichte und der wahre Gott vom wahren Gott. Diese Ausdrücke sollen den Ursprung und die Art der Gleichheit von Vater und Sohn, der ersten und zweiten Person der Heiligen Dreieinigkeit, andeuten. Nach dem Zeugnis des Heiligen Apostels und Evangelisten Johannes, des Theologen, ist Gott Licht und es ist in ihm keine Finsternis. Johannes verkündet über das Wort Gottes, das heißt über die zweite Person der Heiligen Dreieinigkeit. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das Wort war das wahre Licht, das erleuchtet jeden Menschen, der in die Welt kommt. Auch Christus hat mit seinen eigenen Worten bezeugt, dass er der wahre Gott, indem er sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist auf Kirchenslawisch Istina. Und dieses Substantiv stammt aus dem Adjektiv Isti, was bedeutet derselbe.
Also Christus, all die Wahrheit, Istina, ist immer Isti, derselbe, konstant, unveränderlich im Verhältnis zu neuen Umständen und dem Fluss der Zeit. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit, sagt Apostel Paulus. Im Glaubensbekenntnis wird immer wieder unterstrichen, dass der Sohn Gottes geboren wurde. Diese Wiederholung sollte nicht überraschen, geschweige denn langweilig sein. Die Wahrheit, dass die zweite Person der Heiligen Dreieinheit, Gott das Wort, wirklich von Natur aus der vom Vater gezeugte Sohn Gottes ist, musste viele Male wiederholt werden, um den Unterschied zwischen der Art der Gottessohnschaft Christi und anderen möglichen Deutungen von Sohnschaft den Gläubigen bewusst zu machen. Man kann sagen, dass jemand der Sohn einer anderen Person ist, nicht weil er tatsächlich von einer bestimmten Person geboren wurde, sondern weil er beispielsweise ihr geistig verwandt ist oder sein Werk und Gedanken fortsetzt. Daher musste insbesondere damals die Gefahr vermieden werden, dass im Christentum Gott das Wort, der Sohn Gottes, die zweite Person der Heiligen Dreieinheit, anders erlebt und interpretiert wird, denn als Gott von Natur aus, der von Gott dem Vater ist, dem ebenfalls Gott von Natur aus. Deshalb wird betont, dass er geboren und nicht erschaffen wurde. Außerdem ist Gott im Vergleich zu dem, aus dem er geboren wurde, nicht von einer anderen Wesensart, das heißt einer anderen Natur. Er ist mit dem Vaterwesensein, das heißt die Natur oder das Wesen sowohl des Vaters als auch des Sohnes ist ein und dasselbe. Weder ist der Sohn von Natur aus dem Vater ähnlich, noch ähnelt er ihm, sondern alles bei ihnen ist in Bezug auf die göttliche Natur völlig identisch. Dieser Begriff Wesensein, griechisch Omousios, löste unter den am ökumenischen Konzil in Nicea teilnehmenden Vätern viele Diskussionen aus, da er nirgendwo in der Heiligen Schrift ausdrücklich als solcher erwähnt wird. Er ist philosophischer Herkunft. Und obwohl die Heiligen Väter Befürworter dieses Begriffs ausführlich und umfassend erklärten, was dieser Begriff in der christlichen Theologie bedeutet, dauerte der Kampf um seine endgültige Akzeptanz ziemlich lange. Durch diesen, dem Vaterwesen seinen Sohn, entstand alles, wie wir weiter unter dem Nizio-Konstantinopel-Symbol lesen. Der Theologe Johannes bezeugt uns bereits im dritten Verse seines Evangeliums: Alles ist durch ihn geworden, und ohne ihn wurde auch nicht eines, was geworden ist. Die Krone der Schöpfung Gottes ist der Mensch, der König, der von oben regiert wird, wie die Heiligen Väter poetisch den Platz und die Rolle des Menschen beschreiben, der nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen wurde. Aber dieser Mensch rutschte ab und fiel in die Sünde. Der Schöpfer gibt seine Schöpfung jedoch nicht auf, verzichtet nicht auf sie, sondern möchte sie aus ihrem gefallenen Zustand erretten. Deshalb lesen wir weiter im Glaubensbekenntnis, dass Gott, der Sohn, für uns Menschen und zu unserer Errettung von den Himmeln herabgestiegen und Fleisch geworden aus dem Heiligen Geist und der Jungfrau Maria und Mensch geworden ist. Daher sind der Grund und das Ziel der Menschwerdung des Sohnes Gottes die Erlösung des Menschen, also der gesamten Menschheit. Der Sohn Gottes wird zum Menschensohn und so bleibt die Sohnschaft in seinen Personen erhalten, sowohl im Hinblick auf seine göttliche Natur als auch im Hinblick auf seine menschliche Natur. Um Mensch zu werden und damit den Menschen zu erretten, steigt der Sohn Gottes von den Himmel herab. Der Abstieg des Sohnes Gottes von den Himmeln auf die Erde ist eine anschauliche Beschreibung dessen, was in der Theologie Kenosis genannt wird und kann ins Deutsche als Entleerung übersetzt werden. Dieses Wort bedeutet, dass die zweite Person der Heiligen Dreieinheit sich unserer Schwäche anpasst und in gewisser Weise seine Macht und Allmacht um unseretwillen einschränkt, weil wir einfach nicht in der Lage sind,
die Fülle seiner Macht und Herrlichkeit zu ertragen. Dass dies wahr ist, kann man auf dem Berg Tabor während der Verklärung des Herrn sehen. Vor dem Glanz der göttlichen Natur Christi fallen die gegenwärtigen Apostel Petrus, Jakobus und Johannes nieder und verbergen ihr Gesicht. Selbst dieses große Licht, durch das die Gewänder Christi so aufblitzten, als wären sie aus Schnee, ist kein Abbild der Fülle der göttlichen Herrlichkeit, sondern ihr Schatten. Die Fleischwerdung und Menschwerdung des Sohnes Gottes geschieht aus dem Heiligen Geist und der Jungfrau Maria. Und das Wort ward Fleisch, sagt der heilige Apostel und Evangelist Johannes. Es ist jedoch nicht so, dass der Sohn Gottes einen leblosen menschlichen Körper nahm, sich dann darin niederließ und ihn zum Leben erweckte, sondern dass er in seiner Hypostase, in sein Wesen eine vollständige und verdorbene menschliche Natur aufnahm und so vollkommener, also vollständiger Gott bleiben würde, vollkommener, das heißt kompletter Mensch. Nun, das einzig Neue unter der Sonne geschieht auf eine neue und einzigartige Weise. Nicht wie es nach Naturgesetzen durch die Vereinigung eines Mannes und einer Frau geschieht, sondern gemäß den Worten des Erzengels Gabriel an die Jungfrau Maria. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Nachdem wir die Menschwerdung des Sohnes Gottes aus dem Heiligen Geist und der Jungfrau Maria bekannt haben, sagen wir über Christus, den für uns unter Pontius Pilatus gekreuzigten, der gelitten hat und begraben worden ist. Woher Pilatus im Glaubensbekenntnis? Pilatus ist da, um Christus zu bezeugen. Diese Aussage klingt paradox, ist aber wahr. Im Glaubensbekenntnis wird Pontius Pilatus als Beweis für die wahre Anwesenheit des menschgewordenen Sohnes Gottes auf Erden angeführt. Unser Herr Jesus Christus wurde zur Zeit von Pontius Pilatus gekreuzigt, gelitten und begraben. Das Todesurteil durch Kreuzigung wurde im Römischen Reich gegen Reichsverräter und Großverbrecher verhängt, die keine römischen Staatsbürger waren. Eine weitere historisch bekannte Kreuzigung fand 100 Jahre zuvor statt und war eine Strafe für einen Aufstand römischer Gladiatoren unter der Führung von Spartacus. Der blutig erstickte Aufstand wurde durch die Kreuzigung von 6000 Gefangenen an Kreuzen besiegelt. Christus selbst wurde zwischen zwei Räubern gekreuzigt und die Inschrift über seinem Haupt sollte seine Schuld bezeugen, bezeugte aber eigentlich die Tatsache. Rex Iudeorum. Die heiligen Väter des ersten ökumenischen Konzils erklärten, von Gott inspiriert, nicht nur, dass Christus gekreuzigt wurde, sondern auch, dass er gelitten hat und begraben wurde. Kurz gesagt, das sind die stärksten Argumente gegen all jene ketzerischen Lehren, die Zweifel an der Realität des Leidens Christi und sogar seine Menschwerdung selbst aufkommen lassen. Er wurde gekreuzigt, er litt und er wurde begraben, denn der Leib, den die Seele zurückließ, musste begraben, in ein Grab gelegt werden. Und Josef von Arimathea kümmerte sich um dieses Grab, wie uns der Evangelist Johannes am Ende des 19. Kapitels erzählt. Was uns die Evangelien offenbaren und das Symbol des Glaubens wie ein Siegel bestätigt, ist, dass Christus am dritten Tag gemäß den Schriften aus diesem neuen Grabe auferstanden ist. Der heilige Apostel Paulus schreibt darüber sehr charakteristisch und äußert lehrlich im ersten Brief an die Korinther: Ich habe euch in erster Linie überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage, nach den Schriften, und dass er dem Kephas erschien, dann den Zwölfen. Zuletzt aber von allen erschien er gleichsam als der Fehlgebote auch mir. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt worden ist, wie können einige unter euch sagen, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling der Erschlafenen. Weiter lesen wir im Symbol des Glaubens,
dass der auferstandene Christus in die Himmel aufgestiegen ist und zu Rechten des Vaters sitzt. Die Himmelfahrt Christi erfolgt nicht unmittelbar nach der Auferstehung, sondern am 40. Tag danach. Natürlich stand nichts im Wege für den auferstandenen Herrn, sofort aufzusteigen und zu Rechten des Vaters zu sitzen. Aber er tat dies nicht, weil es notwendig war, die Wahrheit seiner Auferstehung von den Toten zu bezeugen und nicht nur den engen Kreis seiner Jünger und Anhänger zu überzeugen, sondern auch andere Gottsuchende. Und das hat Zeit gebraucht. Denn wenn der auferstandene Herr nur den myrrhenträgenden Frauen und den Aposteln am selben Tag erschien, als er auferstanden war, und sogar am 8. Tag, nachdem er sich dem ungläubigen Thomas gezeigt hatte, könnte man immer noch an diesem großartigen Ereignis zweifeln. Und die Geschichte darüber könnte der Selbsttäuschung derjenigen zugeschrieben werden, die Christus liebten. Um solche Zweifel auszuräumen, erschien der auferstandene Herr mehrmals einer großen Zahl verschiedener Menschen, und zwar nicht nur denen, die ihn während seines irdischen Lebens liebten und ihm folgten. Der heilige Apostel und Evangelist Lukas schreibt an zwei Stellen über die Himmelfahrt Christi. Zunächst am Ende des Evangeliums, Kapitel 24, Verse 50 und 51, und dann am Anfang der Apostelgeschichte, im ersten Kapitel, Verse 1 bis 4 und 9 und 10. Und im Himmel sitzt Christus zu Rechten des Vaters, lehrt uns das Symbol des Glaubens. Wir sagen, dass Christus sich leibhaftig zu Rechten Gottes und des Vaters gesetzt hat, sagt der heilige Johannes von Damaskus. Aber wir sagen nicht, dass er räumlich rechts vom Vater liegt. Denn wie wird der Unbegrenzte eine räumliche rechte Seite haben? Denn rechts und links gehören zum Begrenzten. Die rechte Seite des Vaters nennen wir jedoch die Herrlichkeit und Ehre der Göttlichkeit, zu der Christus, der von Äonen der Sohn Gottes war und in der letzten Zeit in Fleisch geworden ist, sitzt. Dadurch wird auch sein Leib verherrlicht, denn die ganze Schöpfung betet ihn und seinen Leib mit einer Anbetung. Es ist also klar, dass man sich keine weltlichen Vorstellungen machen sollte, wenn man davon spricht, dass Christus zu Rechten des Vaters sitzt. Derjenige, der für uns Mensch wurde und das Kreuz, Leiden und Sterben erlitt, dann auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, hat uns nicht einfach so verlassen, sondern kommt wieder zu richten die Lebenden und die Toten, dessen Königtum ohne Ende sein wird. Das wurde den Aposteln nicht nur durch Christus selbst in Lukas Evangelium, sondern auch durch die Engel in Apostelgeschichte bezeugt. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Sohn Gottes wiederkommen wird. Aber dieses Mal nicht in der Knechtsgestalt und demütig, wie während seiner Menschwerdung und seines irdischen Lebens, sondern mit Herrlichkeit. Daher gibt es keine Wiederholung des ersten rettenden Aufenthaltes Christi auf Erden. Die zweite Ankunft Christi wird in Herrlichkeit erfolgen, nicht um die Menschen erneut zu belehren, sondern um die Lebenden und die Toten zu richten. Und sein Königtum, das nach diesem Gericht kommt, wird ohne Ende sein. Und jetzt sind wir den Stolperstein erreicht, der nicht nur unter den Christen und den Heretikern der ersten Jahrhunderte, sondern leider auch unter den Christen Ostens und Westens gilt. Die Person des Heiligen Geistes. Aber lasst uns zunächst einen kirchengeschichtlichen Überblick über dieses Thema geben. Das Glaubensbekenntnis wird ursprünglich Nizio-Konstantinopel-Symbol genannt, da es seine endgültige Form nicht auf dem ersten ökumenischen Konzil in Nizea, sondern 56 Jahre später auf dem zweiten ökumenischen Konzil in Konstantinopel erhielt. Das Bekenntnis zum Glauben an den dreieinigen Gott endete mit den Worten und an den Heiligen Geist. Obwohl die Lehre der Kirche auf dem Konzil klar definiert wurde, flammte die Häresie des Arius nach dem Konzil von Nicea wieder auf und andere verwandte Häresien entwickelten sich daraus. So wurde die Frage nach dem Heiligen Geist als dritte Person der Heiligen Dreieinigkeit aufgeworfen. Und es wurde auf dem Ökumenischen Konzil in Konstantinopel klar dargestellt, wer der Heilige Geist ist.
Der Heilige Geist ist nach der Lehre der Kirche, die im Glaubensbekenntnis zum Ausdruck kommt, der Herr, der Lebensschaffende. So wie Gott der Sohn Herr genannt wird, wird auch Gott der Heilige Geist Herr genannt. So wie dieser Name laut dem heiligen Gregor, dem Theologen, unter anderem ein Beweis für die Göttlichkeit des Gottessohnes ist, lässt dieser Name den Schluss zu, dass der Heilige Geist von Natur aus auch Gott ist. Und dieser Heilige Geist ist der lebensschaffende Herr, also derjenige, der Leben gibt, wie der Psalmist David bezeugt, wenn er sagt, du sendest deinen Geist aus und sie werden erschaffen. Und schon vor David sagt der leidgeprüfte Hiob, der Geist Gottes hat mich geschaffen und der Odem des Allmächtigen gibt mir Leben. Es lohnt sich zu betonen, dass der Geist, der von Gott gesandt wird und der erschafft und erhält, kein Hauch ist, der sich verflüchtigt. Man sollte auch nicht denken, dass die Tatsache, dass der Heilige Geist als lebensschaffend bezeichnet wird, bedeutet, dass die anderen beiden Personen der Heiligen Dreiheit nicht lebensschaffend sind. Eine solche Idee würde dem antiken griechischen Rat der Gottheiten ähneln, in dem bekannt ist, wer wofür entsprechend seine Kräfte und Fähigkeiten zuständig ist. Aber das ist ein anderes Thema. Vom Gott, dem Heiligen Geist, heißt es weiter, dass er aus dem Vater hervorgeht. Die Grundlage und die Stütze für diese Behauptung finden sich in den Worten des Herrn Christus, die im Johannesevangelium aufgezeichnet sind, wo er seinen Jüngern sagt, wenn aber der Tröster kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird jene für mich Zeugnis geben. Was bedeuten die Worte, dass der Heilige Geist vom Vater ausgeht? Dies weist zunächst einmal auf die göttliche Natur der dritten Person der Heiligen Dreiheit hin. Da er also vom Vater ausgeht, empfängt er auch die Natur des Vaters von ihm, das heißt, er selbst ist von Natur aus Gott. Sowohl der vom Vater geborene Sohn als auch der vom Vater ausgehende Geist haben die gleiche göttliche Natur wie der Vater. Diese Natur ist in allen drei Personen vollkommen, im Sinne von vollständig und beeinträchtigt und vermindert und in allen völlig gleich identisch. Eine weitere wichtige Sache, die wir über den Heiligen Geist lernen, ist, dass er sich in seiner Existenzweise vom Vater und vom Sohn unterscheidet. Der Geist nämlich geht vom Vater hervor, während der Sohn vom Vater geboren ist. In anderen Worten handelt es sich um voneinander verschiedene Hypostasen. Angesichts der Tatsache, dass die göttliche Natur in allen drei Personen völlig gleich ist, sind das Einzige, was diese Personen voneinander und jeden Einzelnen unterscheidet, die sogenannten hypostatischen Eigenschaften, also unterschiedliche Seinsweisen. Dementsprechend sagen wir, dass Gott der Vater ungezeugt ist, Gott der Sohn gezeugt ist, während Gott der Heilige Geist hervorgehend ist. Die Lehre der Kirche, ausgedrückt durch die Feder des heiligen Johannes von Damaskus, sagt uns, denn auch wenn der Heilige Geist vom Vater ausgeht, geschieht dies nicht durch Zeugung, sondern durch das Hervorgehen. Es ist eine andere Art des Seins, unerreichbar und unerkennbar, genau wie die Geburt des Sohnes. Ebenso wenig unterscheiden sich Adam, der ungeboren ist, weil er von Gott erschaffen wurde, und Seth, der geboren wurde, weil er der Sohn Adams ist, und Eva, die aus Adams Rippe stammt, weil auch sie nicht geboren wurde, einander im Wesentlichen, weil alle drei Menschen sind, sondern der Art und Weise des Daseins entsprechend. Dieser Heilige Geist wird zusammen mit dem Vater und dem Sohn angebetet und zusammen mit ihnen verherrlicht. Dies sollte so verstanden werden, dass die Menschen sowohl dem Vater als auch dem Sohn und dem Heiligen Geist die gleiche Ehre und Herrlichkeit erweisen, dass die drei in allem einander gleich sind, weil sie von derselben göttlichen Natur sind, die der Mensch stammt der ganzen Schöpfung verehrt, anbetet und verherrlicht. Und uns wird es auch gesagt, dass der Heilige Geist gesprochen hat durch die Propheten. Beweise dafür finden wir an unzähligen Stellen im Alten Testament,
insbesondere in den Büchern der Propheten, so dass es nicht nötig ist, sie einzeln zu zitieren. Was besonderes Interesse hervorruft, ist die Interpretation der im Glaubensbekenntnis folgenden Worte, die sich auf die Kirche beziehen, an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Zunächst denkt man, es bedeute, ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Betrachtet man jedoch die Struktur des Textes selbst, da es jedes Mal heißt, ich glaube an Gott, den Vater und an den Sohn und an den Heiligen Geist, würde man vor dem Glaubenszeugnis in die Kirche ein Und erwarten. Das heißt, es würde erwartet werden, dass es heißt und an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Da es aber nicht so ist, kann man mit vollem Recht sagen, dass der Heilige Geist durch die Propheten zur einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche gesprochen hat, was tatsächlich die Kontinuität und Einheit aller Heiligen anzeigt, sowohl deren nach dem irdischen Leben Christi als auch derjenige vor seiner Fleischwerdung. Das, was die Kirche betrifft, erfordert einen besonderen Vortrag. Deswegen entwickeln wir heute dieses Thema nicht weiter. Und was kann man in einer Zusammenfassung von der Heiligen Dreiheit sagen? Denn es gibt zwei Wirklichkeiten, die Gottheit und das Geschöpf, die Herrschaft und die Knechtschaft, die heiligende und die geheiligte Kraft, wobei die eine von Natur aus tugendhaft ist und die andere durch Wahl die Tugend erreicht. Diese Worte des heiligen Basilius des Großen in seiner dritten Homilie gegen Eunomius erklären den Sinn des Glaubensbekenntnisses, und zwar, zwischen der Gottheit und der Schöpfung gibt es ontologischen Unterschied. Aber diese bedeutet nicht, dass Gott in seliger Ewigkeit ohne Interesse für eigene Schöpfung lebt. Ganz im Gegenteil, der Schöpfer verlässt seine Schöpfung nicht, sondern kümmert sich um ihr Wohl und ihre Errettung. Die Schöpfung von ihrer Seite soll erkennen, dass sie von ihrem Schöpfer abhängig ist und dass es ohne ihn nichts Gutes und keine Seligkeit für sie gibt. Genau deshalb ist es für uns alle äußerst wichtig, die echte Lehre der Kirche Christi kennenzulernen und mit Gottes Gnade von Herrlichkeit zu Herrlichkeit voranschreiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Mutter Adela. Wir haben an diesem Vormittag drei Vorträge und wir müssen Zeit für alle drei haben. So werden wir jetzt, schlage ich vor, eine kurze Diskussion machen. Wir werden unsere Kaffeepause asketisch rasend schnell verkürzen, damit wir doch ein bisschen über Mutter Adelas Vortrag sprechen können. Ich gucke jetzt gerade mal, wer sich meldet, versuche das aufzuschreiben und dann können Sie anfangen, Fragen zu stellen. Johannes, dich sehe ich. Sprich laut. Der Heilige Geist, den auf dem Vater hervorgehenden, das ist ein, erinnert an einen Prozess, an einen immerwährenden Prozess. Das ist meine Frage, ist die Geburt ebenso zu verstehen oder als ein einziger Akt vor aller Zeit? Danke schön, das erinnert mich an die Frage, die ich meinem Professor an der Universität in Athen gestellt hatte vor vielen Jahren. Und er hat mir gesagt, das ist nur die Weise, wie wir diese Wirklichkeiten, diese Realität aussagen können. Die Sache ist, dass es gibt keine Zeit in der göttlichen Realität. Und deswegen, entweder wir sagen, dass der Sohn gezeugt ist oder wird gezeugt oder sich zeugen, sich zeugt, wie zu sagen, und dass der Heilige Geist geht hervor, es ist egal, weil keine Ausdrücke ist zeitlich in diesem Fall. So, das ist mehr unsere Weise als Menschen, unsere Weise etwas zu erklären und erzählen, und das betrifft nicht diese überzeitliche Realität der göttlichen Realität. Also ich fand sehr interessant diese
Deutung der Väter von Adam, Eva und Seth als Bild der Heiligen Dreiheit. Und vielleicht könnten Sie ein bisschen mehr dazu sagen, wer war der Erste, der das genutzt hat und ob das dann weiter von anderen Vätern aufgenommen wurde. Oh. Mhm. Ja, okay, dann. Das hat der heilige Johannes von Damaskus als so eine, wie zu sagen, Zusammenfassung der Väterslehre geschrieben und gezeigt. Und ich bin nicht sicher, leider, wer genau von den Vätern, aber als ich diese Kappadokien-Väter kenne, die hatten und die müssten am Anfang diese triadologische Heresien besiegen und deswegen mussten sie genug gute und ähnliche Bilder ausbilden, Abbildungen finden, zu vorstellen, wie ungefähr das in der göttlichen Realität ist. Und das ist wirklich interessant. Es tut mir leid, wenn etwas geschrieben ist, ist es anders, als wenn jemand das liest. Weil zum Beispiel, es ist in Klammern geschrieben, dass Adam, er von Gott geschaffen wurde, Seth, der Sohn Adams ist, und Eva, sie auch nicht geboren, sondern aus der Rippe von Adam stammt. Und wenn ich das lese, das klingt nicht so ganz klar. Aber okay, wenn Sie möchten, ich kann Ihnen das später zeigen, damit Sie das ein bisschen besser verstehen, den ganzen Sinn. Weil ich kann diesen Satz wiederholen. Ebenso wenig unterscheiden sich Adam, der ungeboren ist, und jetzt diese Klammern, weil er von Gott erschaffen wurde, und Seth, der geboren wurde, weil er den Sohn Adams ist, und Eva, die aus Adams Rippe stammt, weil auch sie nicht geboren wurde, einander im Wesentlichen, und jetzt wieder Klammern, weil alle drei Menschen sind, sondern der Art und Weise des Daseins entsprechend. So, verzeihen Sie mir, als ich das gelesen hatte, zum ersten Mal, vielleicht war das nicht so klar, hoffentlich. Jetzt ist ein bisschen besser gesagt worden ist. Aber ich muss jetzt sagen, Entschuldigung, als Vater Nils mir mit diesem deutschen Text, mit der Übersetzung viel geholfen hat, hatten wir auch logisch Diskussionen, was ich geschrieben hatte und warum. Und es ist logisch, dass er eine eigene Meinung und Sicht von diesen Sachen hat, in manchen Sachen, weil das ist die Lehre der Kirche und die Lehre der Väter, aber es gibt auch eine Freiheit für uns, manche Sachen so oder so zu interpretieren, weil der heilige Gregor, der Theologe, gesagt hatte, ich sage das Griechisch und die Väter können das ins Deutsch übersetzen, Philosophemi peri kosmon veltionon ke chironon, peri angelon ke... So, der heilige Gregor wollte sagen, es gibt Sachen in der Lehre der Kirche, darüber wir verschiedene Interpretationen und Auslegungen haben können, dürfen. Aber es gibt auch die Sache, für die es wurde gesagt, Pistele Chemierevna. So, Vater Justin, kennen Sie das? Und Andrea kann das wissen. Okay, Glaube... Und forschen nicht. Okay, so in diesem Sache, was ich sagen will, betrifft die Kirche. Was es hier in diesem Vortrag über die Beziehung zwischen dem Heiligen Geist und der Kirche geht. Und ich hatte gesagt, dass früher, als es mir gesagt wurde auf der Universität in Athen, früher in diesem Glaubensbekenntnis gab keine Komma oder oben Punkt. Semikolon. Zwischen den diese an die eine heilige katholische und apostolische Kirche, und davor haben wir diese Glaubensbekenntnis
was den Heiligen Geist betrifft. Okay. Und es wurde gemeint, dass der Heilige Geist durch die Propheten an die eine heilige katholische und apostolische Kirche gesprochen hatte. Mit Vater Neil hatten wir diese Diskussion und ich habe gesagt, okay, das zeigt, als ich hier geschrieben hatte und gesagt Ihnen, das betrifft die Kontinuität und dass diese Kirche ist immer die eine. Ihr Geburtstag, als wir sagen, am Pfingsten, es ist nur eine neue sozusagen Form der Kirche, aber die Kirche war vor der Katabolismus. Vor der Erschaffung der Welt. Ja, das ist immer, und das ist das Ziel, dass die ganze Welt und die ganze Schöpfung Kirche wird. Es gibt dort hinten einen Herrn, ja, okay. Der wollte was sagen. Christus ist ja Sohn Gottes, nicht nur nach der Inkarnation, sondern auch vorher. Wem ist denn Mose begegnet? Ist er dem Christus begegnet? In seinen, im Dornbusch und anschließend in den verschiedenen Begegnungen? Eigentlich, wenn man über alle diese Sachen, es ist immer die Erscheinung von der, es kann nie sein, dass der Gott selbst als Person oder Personen sich erscheint. Weil wenn Mose auf dem Berg Sinai mit dem Gott reden wollte und er sagte, ich möchte dich sehen. Und der Herr Gott hat gesagt, es ist nicht möglich für den Menschen, mich zu sehen und lebendig zu bleiben. Warum? Das erklärt schon der gottselige Sophronius von Sarov. Sophronius von Essex. Er sagt, unser Zustand, unser Wesen, wir als Menschen in dieser Zeit, in dieser Realität, können nicht das ausharren mit dem Gott, so eine, wie zu sagen, direkte Betreffung zu haben. Und deswegen, es ist immer, wir sind geschaffen, der Gott ist ungeschaffen. Was wir von Gott haben oder erfahren können, erleben, das ist die Energien Gottes.